versteckt ihr uns hin, ihr Mörder! Lass mich los! Loslassen! Fabius! Fabius! Vorwärts, los, nun geh schon! Lass mich los! Komm, komm, wir können nicht mit jedem so viel Umstände machen! Lass mich los, was wollt ihr von mir? Na, vorwärts, da stell dich nichts an! Warum habt ihr euch auch da verkrochen? Raus mit euch! Los! Hinterhältiges Gesindel ist das! Vorwärts! Vorwärts! Die Legionen Roms in dieses Land einmarschierten, waren sie von dem einen Gedanken beseelt, dort Ruhe und Ordnung wiederherzustellen, wo vorher Gewalt und Gesetzlosigkeit gewütet hatten. Denn Rom behandelt seine Besiegten mit Gerechtigkeit und nicht nach der Art der Barbaren, die nur mit dem Schwert recht sprechen können. Wir hätten euch alle niedermachen und eure Frauen verschleppen können. Wir haben es nicht getan. Unser Konsul Suetonius hat es in eure eigene Hand gelegt, euer Leben und das Leben eurer Frauen zu retten. Eine Möglichkeit, die ihr bisher nicht genutzt habt. Denn die Frist, die euch gegeben wurde, ist fast abgelaufen. Und noch immer nicht sind eure Häupter vor uns erschienen, um die Unterwerfung zu vollziehen und unsere Bedingungen für den Waffenstillstand anzunehmen. Die Geduld des Konsuls hat ihre Grenzen. Ihr solltet ihr nicht zu viel zumuten. Seht diese Flammen. Seht, wie sie nach und nach das Seil versengen. Ihnen ist das Leben eurer Gefangenen überantwortet. Denn so lautet unser Befehl. Wenn die Rebellenführer nicht vor uns erscheinen, ehe die Flammen das Seil zerstört haben, so bedeutet das für alle Geiseln das Todesurteil. Und die Stadt wird dem Erdboden gleichgemacht. Bogenschützen fertig! Schluss jetzt damit, Silla. Du weißt, ich liebe diese Art nicht. Da kommen sie ja! Da sind sie! Da sind unsere Ältesten! Da ist Aaron! Ich weiß, Aaron, dass du das unglückliche Oberhaupt dieser Stadt bist. Ich habe dich rufen lassen, damit du deinen Mitbürgern meinen Willen kundtust. Wenn bis morgen Abend auf diesem Platz nicht 500 Sack Getreide und 20 Stück Vieh abgeliefert sind, wird Alesia niedergebrannt werden und alle Gefangenen werden zu lebenslänglichem Kerker verurteilt. Es hätte eines Wortes von mir bedurft und keiner eurer Männer wäre mehr am Leben. Und euren Frauen hätte die Sklaverei bevorgestanden. Ich jedoch habe es vorgezogen, deinem Volke gegenüber die Großzügigkeit und Milde Roms walten zu lassen. Geh jetzt. Du hast bis morgen frühzeitig zu entscheiden. Du wirst bekommen, was du gefordert hast, Römer. Mein Wort darauf. Ich bewundere deine Taktik, Lucius Suetonius. Jetzt liefern sie uns Proviant und feiern dich noch obendrein als Wohltäter. Eine alte Weisheit. Gewalt ohne Zweck ist der gefährlichste Feind der Eroberer. Konsul, die Legion ist marschbereit. Danke. Wir brechen sofort auf. Damit wir uns richtig verstanden haben, von den Kontributionen, die du ab jetzt regelmäßig eintreiben wirst, schickst du mir jede Woche 50 Sack Getreide und 10 Stück Vieh. Du kannst beruhigt sein, Konsul. Es geschieht alles in deinem Sinne. Erste Zenturier, marsch bereit! Zweite Zenturier, marsch bereit! Viel Glück, Konsul. Die Götter mögen dich schützen, Silla. Und vergiss nicht, du vertrittst Rom.
Freunde, es ist immer hart, sich mit einer Niederlage abzufinden. Wir hätten niemals auf diese Bedingungen eingehen dürfen. Wir hätten uns als Sieger wohl kaum so großmütig gezeigt wie Sie. Es ist deshalb selbstverständlich, dass wir Ihre Forderungen erfüllen. Und wir werden uns schließlich auch daran gewöhnen, die Römer als unsere Freunde zu betrachten. Und jetzt geht. Ihr seid mir dafür verantwortlich, dass die Abgaben pünktlich geleistet werden. Du darfst deshalb nicht traurig sein, Vater. Ich bin froh, dass der Krieg vorbei ist. Wir haben jetzt einen ehrenvollen Frieden. Mein liebes Kind, solange römische Soldaten auf unseren Straßen herumlaufen, solange sie über unsere Felder reiten, kann es keinen ehrenvollen Frieden für uns geben. Diesem Suetonius ist doch wohl vor allem daran gelegen, Freunde zu gewinnen, um den Rücken frei zu haben. Ich glaube, von der Seite haben wir nichts mehr zu befürchten. Allzu freundschaftlich scheinen seine Gefühle aber nicht gerade zu sein. Oder ist es in Rom Sitte, seine Freunde bewachen zu lassen? Wenn wir unsere Abgaben geliefert haben, werden sie schon abziehen. Aufmachen! Aufmachen! Draußen sind römische Soldaten, Herr. Einer von ihren Offizieren ist dabei. Was sollen wir tun, Herr? Ich habe solche Angst. Aufmachen! Macht auf und lasst sie herein. Fabiola, bitte geh du in dein Zimmer. Aufmachen oder wir schlagen das Tor ein! Brenno, Gorok, ihr zwei bleibt hier. Ich will, dass ihr dabei seid, wenn unsere Freunde kommen. Ist es bei euch Sitte, dass man die Gäste vor der Tür warten lässt? Womit kann ich meinem Gast dienen? Zunächst mal möchte ich, dass du als Stadtoberhaupt bei der Tributablieferung dabei bist. Außerdem finde ich dein Haus recht ansehnlich. Ich werde dir die Ehre antun, es zu meinem Hauptquartier zu erklären. In der Abmachung mit deinem Konsul war das nicht vorgesehen. Abmachung? Du meinst die Gunstbezeugung von Suetonius? Tja, mein Alterchen, der edle Konsul ist weit und ich bin sein Stellvertreter. Und bei mir herrscht ein etwas rauerer Ton. Ihr beide bringt ihn auf den Marktplatz. Und denk daran, Alterchen. Bis heute Abend möchte ich alles abgeliefert haben. Wo wollt ihr denn hin? Ihr rührt euch nicht aus dem Haus. Ihr leistet mir hier so lange Gesellschaft, bis der letzte Sack Weizen eingetrieben ist. Was machst du denn hier? Hast gehorcht? Die nehmen wir gleich mit. Komm, lasst mich los! Lasst mich los! Hilf den anderen beim Eintragen schnell. Sag mal, wo habt ihr den schönsten Raum? Was ist los mit euch? Hat's euch die Sprache verschlagen? Geht und fasst mal mit an. Wie könnt ihr euch unterstehen? Lasst mich los! Na bitte, endlich mal was anderes als ewig diese Mütterchen. Lasst sie los. Und ihr tut, was ich euch gesagt habe. Helft ihnen beim Abladen. Gut, ich gehe. Aber nur unter der Bedingung, dass du das Mädchen nicht anrührst. Großartig, auch noch Forderungen stellen. Scheint's nicht zu wissen, dass ihr meine Sklaven seid. Sie und du und ihr alle hier. Spannt den Burschen mal ein. Wenn du nicht willst, dass ich sie umbringe, sollen sie mir nicht zu nahe kommen. Nein, Brenno, nicht! Den will ich für mich. Halt, lasst ihn. Kümmert euch um den anderen. Da, nimm. Und jetzt zeig mal, was du kannst. Den überlasst mir. Und sag Sarah um Bescheid. Geh. Ja. Hey, halt! Ach, lass sie doch laufen. Das war sehr unklug von dir, mein Sohn. Sehr unüberlegt. Jetzt werden wir deinen Landsleuten mal zeigen, was es einbringt, wenn man sich auflehnt gegen Rom. Ihr bringt ihn auf den Platz und bindet ihn an eine Säule. Nein, lasst ihn, tut ihm nichts, bitte.
Jetzt fehlen nur noch die 2 Sack Weizen von Barlow, dann ist alles geliefert. Und wovon sollen unsere Leute in diesem Winter leben? Vielleicht werden wir satt davon, wenn wir daran denken, dass wir dieser Schweinebande den Rachen gestopft haben. Hoffentlich halten Sie sich auch an die Abmachung und lassen die Gefangenen frei. Ich weiß nicht, ich zweifle manchmal daran. Ich glaube nicht mehr an Ihre Versprechungen. Oh Herr, es ist etwas Furchtbares geschehen, du musst kommen. Brenner und Gorok haben Streit mit den Römern gehabt und Brenner hat einen von ihnen getötet. Da seht, da bringen sie ihn schon. Und Gorok und Fabiola auch. Und Gorok ist verwundet. Die Römer, macht Platz! Zurück! Bürger von Alesia, einer der Euren hat sich gegen Rom aufgelehnt. Er hat einen römischen Soldaten getötet. Damit hat er sich den Befehlen des Konsuls Suetonius widersetzt und den Frieden gebrochen. Er wird dafür büßen. Ich befehle hiermit die öffentliche Auspeitschung des Schuldigen. Und zwar sofort. Und so lange, bis die Häupter aller Familien diesen Schild mit Gold gefüllt haben. Darüber hinaus verfüge ich, dass sämtliche Gefangenen weiterhin im Kerker bleiben, damit solche Ungeheuerlichkeiten nicht noch einmal vorkommen. Warte, meine Tochter. Ich helfe dir. Hier, halt. Die Wunde ist verschmutzt, sie wird sich entzünden. So darf sie nicht bleiben, das wäre gefährlich. Daran könnte er sterben. Ich werde dir zeigen, wie man so etwas behandelt. Pass auf, Kind, pass gut auf. In meiner Heimat, da machen es die Hirten so. Damit heilen sie den Biss der Wüstenschlange. Wenn Gott ihm beisteht, wird er wieder gesund werden. Du musst Vertrauen haben, meine Tochter. Und vergib denen, die ihn verwundet haben. Verzeih ihnen, meine Tochter. Verzeih ihnen allen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sonderbar, wie du sprichst. Wo kommst du her? Von sehr weit. Von jenseits des Meeres. Meine Heimatstadt ist Gesa. Ich bin auch schon in Gesa gewesen, als ich noch klein war mit meinem Vater. Aber ich kann mich noch erinnern, wie das damals war. Da war ein großer Platz und viele Leute. Ein Mann sprach zu ihnen und sie hörten zu. Er sprach von Vergebung und von Gottvertrauen. Genauso wie du jetzt. Was hast du gemacht, als du noch in Gesa warst? Ich? Ich bin ihm nachgefolgt. Du bist ihm nachgefolgt? Man sollte es doch nicht glauben, dass diese Kameltreiber hier so wertvollen Schmuck haben. Das müsste unser edler Suetonius sehen. Vielleicht wäre er dann nicht mit ein paar Sack Getreide und mit ein paar mageren Ochsen zufrieden. Nimm dir, was dir gefällt. Ich möchte Suetonius eine nette Überraschung machen. Und zwar will ich morgen anstelle des versprochenen Getreides eine Ladung Mehl an ihn abgehen lassen. Eine Mühle gibt es ja hier in der Stadt, aber ich glaube nicht, dass wir die in Gang bringen können. Dazu fehlen uns die Arbeitskräfte. Wie wär's denn da mit unseren Gefangenen? Du brauchst sie nur in mehreren Schichten arbeiten zu lassen. Dann ist es morgen früh geschafft. Also? Aber das sind doch Geiseln. Suetonius hat ihnen ausdrücklich zugesagt... Suetonius ist Realist. Ich glaube sicher, dass dem mehr daran liegt, Mehl für seine Truppen zu bekommen, als großzügige Versprechungen einzuhalten. Kümmere dich darum. Tribun, der Älteste der Stadtoberen möchte dich sprechen. Er soll kommen. Ach übrigens, was machen wir mit dem Jungen, der ausgepeitscht worden ist? Der ist gut für die Arena. Mit dem können die Gladiatoren trainieren, die nächste Woche aus Rom kommen. Dein Haus gefällt mir, Sarah, und ich fühle mich sehr wohl hier.
Du bist doch hoffentlich nicht gekommen, um es von mir zurückzufordern. Du bist als Sieger in mein Haus gekommen. Und alles, was mir gehört, steht dir zur Verfügung. Einsichtsvolle Worte. Ich bin aus einem anderen Grund hier. Ich möchte dich bitten, meine Tochter freizulassen. Ich wüsste nicht, was sie verschuldet hätte. Ach, die kleine Rebellenbraut, das ist deine Tochter? Aber sicher doch, warum nicht? Ihre Verhaftung war eine reine Vorsichtsmaßnahme von mir. Jetzt, da keine Gefahr mehr besteht, kann sie ruhig wieder nach Hause zurück. Das heißt also hierher. Damit dürfte deinem Wunsch entsprochen sein. Ich könnte mir denken, dass sie in vieler Beziehung recht nützlich für mich ist. Und wenn du sie sehen möchtest, lass es mich wissen. Darüber können wir reden. Wache, bring den Besucher hinaus. Hast noch mal Glück gehabt, mein Junge, dass deine Leute so großzügig waren. Ich kann es ja nicht verstehen. Ist doch schade um das schöne Gold. Ja. Mach uns nicht schlapp. Wir wollen dich noch lebend in der Arena sehen. Na komm, so schlimm wird's doch nicht sein. Du? Und du auch? Raus mit euch! Aber das ist noch zu wenig. Was ist mit dem? Das ist einer von den beiden Rebellen. Er wollte den Tribun Silla umbringen. Er ist schwer verwundet. Er kann nicht aufstehen. Sieht mir aber gar nicht so aus. Mörder, Verfluchte. Na, der ist ja noch ganz schön lebhaft. Geht auch mit. Nein, bitte nicht. Lasst ihn doch. Centurio, es steht mit dem Jungen wirklich sehr schlecht. Der wird euch nicht viel nützen. Nehmt mich dafür. Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, aber ich stehe noch meinen Mann. Ich bin noch sehr kräftig. Na, Alterchen, darauf wollen wir es lieber nicht ankommen lassen. Nimm den alten Gaius. Wie du willst, Tribun. Bring ihn raus. Der Herr wird dein Gebet erhören, meine Tochter. Morgen früh schicke ich ihm unseren Arzt. Ein Verwandter von dir? Mein Bruder. Steh auf. Du bist hübsch. Tribun. Wir haben jetzt alle. Die Kleine gefällt mir, schick sie mir morgen. Tribun müsste man sein. Ihr kennt den Befehl. Bringt diese Hammer hier ein bisschen in den Trab. Vorwärts! Los! Vorwärts, Marsch! Halt euch! Komm, Alterchen! Vorwärts! Raus mit euch! Ich muss sagen, die sind ausgezeichnet in Form. Eigentlich viel zu schade, solche Könner in die Provinz zu schicken. In Rom werfen sie das Geld mit beiden Händen zum Fenster raus. Für uns fällt ja dieser Spaß nur nebenbei ab. Vor allen Dingen soll es doch eine Ehrung für Suetonius sein, wenn er zurückkommt. Ich weiß, aber bis dahin ist noch reichlich Zeit. Sie schicken sie extra ein paar Wochen früher, um der Garnison auch mal was zu bieten. Und damit die Bevölkerung ein bisschen bei Stimmung bleibt. Sie sind bald fertig. Als Nächster bist du dran, mein Junge. Jetzt kannst du zeigen, ob du das Zeug hast zu einem erstklassigen Gladiatoren. Wenn Silla sieht, dass du ein guter Kämpfer bist, dann wird ihm dein Leben was wert sein. Doch wenn du ihn enttäuscht, wird er dich kaltblütig umbringen lassen. Na los, frei mit euch. So habt ihr euch doch gar nicht vorausgehabt. Warte doch noch einen Augenblick, Silla. Würde mich interessieren, was du zu unserem Freund sagst. Ja eben, das möchte ich mir ja dann doch nicht entgehen lassen. Bin neugierig, ob er hier auch so forsch auftritt. Heil dir, Tribun! Das hätte ich dem gar nicht zugetraut. Die größte Unverschämtheit, die mir vorgekommen ist. Wofür hält er sich eigentlich? Der will wohl unbedingt seinen Kopf verlieren, der lässt es drauf ankommen. Das werden wir uns verkneifen. Er ist der Führer einer der angesehensten Stämme, da müssen wir diplomatisch sein. Lass ihn am Leben. Außerdem ist er ein erstklassiger Gladiator. Das stimmt, aber sehr unbeherrscht. Dem müssen wir noch unsere Spezialausbildung geben. Lass ihn ordentlich trainieren.
Und in der Freizeit kommt er in die Mühle. Das wird ihm gut tun. Wo ist mein Vater und wie geht es ihm? Gut geht's ihm. Er wohnt jetzt draußen in der Hütte von Varro, von dem alten Schäfer. Sie werden dir sicher erlauben, ihn zu besuchen. Und wenn du sie bittest, werden sie vielleicht sogar Goruk und Brenno freilassen. Ich glaube, er kommt. Es ist besser, wenn er uns hier nicht sieht. Leb wohl, Herrin. Es ist heiß hier bei euch. Ich habe dich freigelassen, damit du dich hier ums Haus kümmerst. Du fragst gar nicht nach deinem Verlobten, willst du nicht wissen, wie es ihm geht? Gut, und in spätestens 4 Wochen werde ich aus ihm einen großartigen Gladiatoren für unsere Spiele gemacht haben. Du willst ihn kämpfen lassen in der Arena? Warum nicht? Er ist dafür hervorragend geeignet. Und wirst du ihn auch nach Rom schicken? Das weiß ich noch nicht. Das hängt von verschiedenen Dingen ab. Na vorwärts! Schleicht nicht so durch die Gegend! Euch will ich noch beibringen, was Arbeit heißt! Schlaft mir nicht ein! Immer stramm marschieren! Seid froh, dass ihr hier an der frischen Luft seid! Ihr Hunde seid ihr hier! Los, schneller! Das kann doch wohl nicht so schwer sein! Hey, ihr da drüben! Wir brauchen Nachschub! Weiter! Weiter! Und vorwärts! Höre dich! Und weiter! Ihr beiden da! Los, los! Das schmeckt uns natürlich nicht! Kann ich mir vorstellen! Die Wagen mit dem Mehl sollten doch schon heute früh weggehen. Was wird denn hier eigentlich gespielt? Meine Schuld ist es nicht. Die Bande will nicht arbeiten. Tun so, als ob sie gleich umfallen. Die müssen nur richtig angetrieben werden. Na schön. Schneller! Yes! Vorwärts! Ihr Flaubande hier! Ihr Blut ist Back! Los doch! Da ist doch kein Tempo drin! Lahme Kerle seid ihr alle! Schneller! Schneller! Was sehe ich denn da? Was sagst du mir da unten? Aufstehen! Los, aufstehen, habe ich gesagt! Denkst du, du kannst dich auf diese Weise drücken? Na, da bist du bei mir gerade richtig. Da beißt du auf Granit, Alter! Zurück in den Kerker mit ihm. Und den Alten nehmt auch gleich mit. Einer von euch übernimmt hier die Aufsicht und dann geht's weiter. Und in spätestens einer Stunde ist die Ladung fertig. Sonst lasse ich euch auspeitschen. Weitermachen.
wir von hier aus einen Gang graben könnten. Und zwar in Richtung auf die alte Gräberstraße, das müsste doch gehen. Dann könnten wir von da aus durch die Wassergräben in den Wald. Wie sollen wir hier graben, ohne dass sie was merken? Ist unmöglich. Das habe ich mir alles schon genau überlegt. Wir können natürlich nur nachts arbeiten. Zwischen der zweiten und dritten Wache, da schlafen sie ja meistens. Schön, und womit wollen wir graben? Furchtbar einfach, es hat doch jeder von uns eine Schaufel. Morgen geben zwei von uns ihre Trinkbecher nicht ab, das fällt nicht weiter auf. Übermorgen tun zwei andere das Gleiche und so weiter. Ich schätze, acht etwa dürften reichen. Das ist der alte Sion. Was haben Sie mit dem gemacht? Das Brenno. Hörst du mich nicht? Gurg. Ja, hier drüben. Kannst du mich sehen? Und Fabiola? Wo ist Fabiola? Zuerst waren wir zusammen hier. Und dann ist sie weggebracht worden zu Silla. Ich hab dich nicht herbringen lassen, damit es hier noch trostloser wird. Man kann nicht lachen, wenn man traurig ist. Und das nur wegen dieses Rebellen? Seinetwegen auch, aber nicht nur. Wie kann man heiter und fröhlich sein, wenn um einen herum die ganze Welt zusammenbricht? Ich bedauere, dass wir gesiegt haben. Ich bedauere es wirklich aufrichtig, denn sonst wärst du nicht hier. Mein Vater und mein Bruder wären frei und Brenno brauchte nicht in der Arena zu kämpfen. Das ist der Krieg. Ein Krieg, den mein Volk ganz bestimmt nicht gewollt hat. Und den Rom provoziert hat, ja? Ich habe nicht die Absicht, mir von dir Belehrungen anzuhören. Sklaven dürfen sich nicht anmaßen, mit Rom zu rechten. Sklaven sind keine Menschen, sie sind Dinge. Sind Objekte wie Grund und Boden. Ich kann mich nicht von Dingen belehren lassen, die mir gehören. So wie du mir gehörst. Du glaubst, dass ich dir gehöre. Du redest es dir ein, aber das ist ein Irrtum. Ich kann mich dir nicht widersetzen, aber trotzdem ist in meinem Innern etwas, das dir nie gehören wird. Weder dir, noch dem großen Rom. Alles gehört mir, alles, was ich will. In Wirklichkeit gehört uns nur das, was uns freiwillig gegeben wird. Und nicht das, was wir uns mit Gewalt nehmen. Der Centurio Caius. Ich melde, dass die dritte Ladung Proviant, die für Suetonius bestimmt war, befehlsmäßig abgegangen ist. Leider mit einer Stunde Verspätung, wir hatten dann noch einen kleinen Zwischenfall. Was für ein Zwischenfall? Der Gefangene, den wir hier im Haus festgenommen haben, du erinnerst dich, der hat wieder Schwierigkeiten gemacht. Welcher Gefangene? Es waren zwei. Der Verlobte von ihr. Brenno. Was war mit ihm? Er hat den Centurio Kinos umgebracht, der die Aufsicht bei der Mühle hatte. Der Gefangene wird morgen früh hingerichtet. Wie du befiehlst. Nein, Centurio, warte! Oh, Silla, lass ihn leben, ich beschwöre dich. Ich verspreche dir, ich will dir für immer gehören, wenn du ihm das Leben rettest. Bitte. Tja, ich werde mir den Fall noch einmal überlegen und erst morgen Befehl geben. Wie du befiehlst, Tribun. Wie du siehst, nehme ich mir durchaus nicht alles mit Gewalt.
das in dem Zuckeltrab weitergeht, dann sind die verhungert, bis wir ankommen. Alarm! Das Ganze halt! Hat ja geklappt wie am Schnürchen. Bringt die Wagen weg! Schnell, ehe die Römer uns auf die Spur kommen. Vorwärts, vorwärts! Du musst nicht glauben, dass ich dich aus einem Anfall von Barmherzigkeit begnadige. Das verdankst du einzig und allein Fabiola. Ich rate dir gut, sei vorsichtig. Nutz diese Großzügigkeit von mir nicht aus. Hast du nicht gehört, was der Tribun gesagt hat? Scheint dich ja gar nicht sehr zu beeindrucken. Du machst einen großen Fehler damit, dass du mir das Leben verlängerst. Solange ich atme, gibt es für mich nur den einen Gedanken, dich zu töten. Du wirst für alles, was du mir angetan hast, bezahlen. Woher nimmt der Kerl diese Unverschämtheit? Komm, Caius. Das ist das, was er braucht. Da wird ihm einiges vergehen. Ich glaube, dass unsere Gladiatoren inzwischen so weit in Form sind, dass wir in der nächsten Woche die ersten Spiele veranstalten können. Es wird Zeit, dass es mal ein bisschen Abwechslung gibt. Die Bevölkerung wird selbstverständlich auch kommen. Und das sind unsere Geiseln da drüben, ja? Ja, denen gefällt es dir so, dass sie gar nicht wieder raus wollen. Du weißt hoffentlich, was sie als Pfand wert sind und was wir damit in der Hand haben. Wie steht's eigentlich mit dem Jungen, der mich mit solcher Begeisterung umbringen wollte? Der ist schon wieder vollkommen gesund. Der steckt dauernd nur mit dem Christen zusammen. Ist mir neu, dass wir sogar einen Christen haben? Tja, und noch dazu einen mit dem Bart. Für den habe ich mir übrigens was Besonderes einfallen lassen, du wirst staunen. Na ja, ich gebe zu, einer ist ein bisschen wenig. Aber besser als gar nichts. Wir werden uns in der Arena wie in Rom fühlen. Hör mal, Caius, worauf ich großen Wert lege. Ich möchte gern, dass du diesen Brenno bei den Spielen als ganz besondere Attraktion herausbringst. Irgendetwas Sensationelles, was aus dem Rahmen fällt. Was ganz Tollkühnes. Etwas, woran der Junge zu beißen hat. Es wäre gefährlich, ihm eine Waffe zu geben. Von Waffen habe ich ja nicht geredet. Sie sind weg. Los, weitermachen. Greift mal zu. Vorsicht, geht's. Und jetzt das Stroh davor. Es ist besser gegangen, als ich gedacht habe. Sie waren völlig ahnungslos. Kurz nachdem sie im Wald waren, haben wir sie überrumpelt. Zwei versuchten zu entkommen, hatten aber kein Glück damit. Alle Wagen samt Ladung sind jetzt bereits in den Bergen in Sicherheit. Und die Begleitmannschaft? Alles niedergemacht, bis auf den letzten Mann. Sie werden es trotzdem sehr bald merken und dann werden sie sich rächen. Dann mögen uns die Götter gnädig sein. Von wem sollten sie es erfahren? Von Suetonius natürlich. Wenn die Wagen nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt da sind, wird er jemanden zu Silla schicken.
Warum habt ihr nicht auf mich gehört? Das Ganze ist doch sinnlos. Sie haben den Vertrag gebrochen. Jetzt können Sie nicht von uns verlangen, dass wir uns daran halten und uns ausblenden lassen. Geduldet euch, bis Vetonius wieder in der Stadt ist. Und unternehmt vorläufig nichts. Der Konsul ist ein rechtdenkender Mann. Wie ich ihn kenne, wird der Silas Gebaren nicht gutheißen. Da ist einer wie der andere. Wenn wir nicht mit Haut und Haaren aufgefressen werden wollen, müssen wir uns wehren, so gut wir können. Es bleibt also bei dem Überfall auf die Mühle. Das ist auch meine Meinung. Die Gefangenen müssen befreit werden. Da sind wir Ihnen schuldig. Der Überfall ist auf die dritte Stunde festgesetzt. Und die Wachmannschaften, was ist damit? Es ist alles vorbereitet. Was ist denn? Sei still. Sieh mal da. Hey, wacht auf, es ist soweit. Aufwachen. Leise. Ich habe heute Morgen deinen Bruder gesehen. Es geht ihm gut. Und den anderen habe ich auch gesehen. Ja, er lebt noch. Du hattest mich darum gebeten. Vergiss ihn, Fabiola. Wenn ich nach Rom zurückgehe, nehme ich dich mit. Du wirst alles haben, was du willst. Schmuck, schöne Kleider, Dienerinnen. Du brauchst nur ein Wort zu sagen. Ich werde ihn vorher freilassen und wir werden ein glückliches Leben zusammen haben. Du hörst mir ja gar nicht zu. Wolltest du an ihn schreiben? Die Mühe kannst du dir sparen. Den Brief hätte er nie bekommen. Ich habe versucht, an ihn zu schreiben. Aber ich kann es nicht. Ich weiß genau, was ich ihm sagen will und finde trotzdem nicht die Worte. Wenn ich ihn sehen könnte, wäre alles viel einfacher. Kann ich nicht mit ihm sprechen? Einmal nur. Ich bitte dich nur ein einziges Mal. Ich will, dass du ihn vergisst und nicht, dass du ihn wiedersiehst. Ich verspreche, dass ich alles tue, was du von mir verlangst. Ich gehe mit dir nach Rom oder wohin du willst. Aber vergessen werde ich ihn niemals. Ich kann nicht. Caius! Caius! Ja, Tribun? Bringen Sie zu Brenno. Na los, schlag zu, nicht so ängstlich. Ja, wohl, ja, so. Und krieg nur einmal hinterher. Los, los, geh ran! Schlecht, schlecht, ganz schlecht.
Sieh mal, was der wieder macht. Der lernt das nie. Der hält den Schild wieder viel zu tief. Jedes Mal dasselbe. Was ist denn das da? Wo hast du dein Schild versteckt? Hier, hier! Wo habt ihr bloß fechten gelernt? Ach ja, richtig, bei mir. Aber das ist bei euch nicht reinzukriegen. Mit Kopf müsst ihr kämpfen. Ist natürlich schwer, wenn man keinen hat. Na, lass doch mal was sehen. Ja, das war schon anders. Ja, so wird's gemacht. Aufhören, halt! Und zurück auf eure Plätze. Wo sind wir denn hier? Da der Turm? Hey, du da. Ja, dich meine ich. Komm her. Ein Schwert. Pass auf jetzt. Gar nicht so übel, der Junge. Und jetzt wollen wir noch mal sehen, was du dazu sagst. Wie gefällt dir das? Bravo! Das ist doch endlich mal einer, der seine Sache versteht. Aber jetzt pass auf, jetzt wird's ernst. Da, sieh mal! Der Junge! Na ja, jetzt! So komisch ist das gar nicht, da gibt's doch nichts zu lachen. Es ist das erste Mal heute, das erste Mal in meiner ganzen Laufbahn, dass ich unten bin. Und ich werde euch auch sagen, warum. Weil dieser Junge besser ist als ihr, besser als ihr alle, das werdet ihr auch noch zu spüren kriegen. Und jetzt wollen wir erstmal eine kleine Verschnaufpause machen. Komm, ruh dich auch aus, nachher geht's weiter. Da habe ich ja wohl meinen Meister gefunden. Hat er dich auch erobert? Ja. Ich weiß, du hast es für mich getan. Aber es wäre besser gewesen, du hättest mich sterben lassen. Warum gehst du denn nicht und lässt mich allein? Was willst du denn noch? Ach, Brenno, das darfst du nicht sagen. Hörst du, du darfst mich nicht wegschicken. Ich bin so verzweifelt. Sag mir doch, dass ich Mut haben muss. Sag mir, dass diese furchtbare Zeit vorbeigeht und dass alles wieder gut wird. Sag mir, dass du mich liebst, Brenno, so wie ich dich liebe. Bitte bleib hier. Geh nicht weg. Scher dich raus. Geh zu ihm. Ich habe die angesehensten Familien eingeladen und ihnen sagen lassen, dass wir uns freuen würden, sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Ich rechne damit, dass sie vollzählig erscheinen. Das Schauspiel wird sich niemand entgehen lassen. Wir wollen es hoffen. Du weißt ja, ich möchte, dass Suetonius mit Glanz empfangen wird, wenn er zurückkommt. Mhm. Tribun, ein Bote vom Konsul Suetonius. Suetonius grüßt Sylla und schickt diese Botschaft. Seit nunmehr 6 Tagen lagern wir bereits am rechten Ufer des Egro und warten darauf, über den Fluss setzen zu können. 6 verlorene Tage, während derer wir auf deine Proviantkolonne warten, die nicht eintrifft. Inzwischen hätte ich mit meinen Truppen den Fluss längst überqueren und die letzten Widerstandsnester am jenseitigen Ufer restlos vernichten können. Aber ohne ausreichenden Nachschub an Lebensmitteln ist das ein zu großes Wagnis. Wie ist denn das möglich? Das frage ich mich auch. Wie ist das möglich? Tribun, etwa 20 Meilen von hier habe ich im Wald die Leichen einiger Legionäre gefunden. Ein Überfall also? Lass sofort eine zweite Ladung abgehen. Sie sollen die Straße nördlich des Waldes nehmen. Die Wachmannschaften werden verdoppelt. Und lass den alten Saron in Haft nehmen. Der wird auch auf dem Laufenden sein und wird uns sicher gut informieren können. Wann ziehen denn die Römer endlich wieder ab, Herr? Wenn sie Lust dazu haben. Und das wird wohl noch ein Weilchen dauern.
Warum können dann die Römer hier eigentlich machen, was sie wollen? Das verstehe ich nicht. Weil sie die Stärkeren sind und weil sie den kleinen Liak besiegt haben. Weißt du, mein Vater sagt immer, die Römer sind viel schlimmer als alle Barbaren. Ist das wirklich wahr? Nein, schlimmer sind sie nicht. Sie sind nur besser organisiert. Das ist ein Unterschied. Was bedeutet denn das wieder, organisiert? Das bedeutet, dass du jetzt endlich mit deiner Fragerei aufhörst und deine Milch austrinkst. Zu Hause warten sie schon auf dich. Du musst fliehen, Herr. Die Römer wollen dich... Oh. Mama! Oh. Oh. Mama! Mama! Nicht weinen, mein Kleiner. Du darfst nicht weinen. Mama! Mama! Im Namen Roms, du bist verhaftet, Saron. Es stimmt, viel schlimmer als alle Barbaren. Das darfst du niemals vergessen, mein Sohn. Komm, red nicht zu viel! Mama! Mama, du darfst nicht sterben. Mama. Mein Kompliment, Kallius. Ich komme mir beinahe vor wie in Rom. Wenn du wirklich den Eindruck haben willst, du wärst in Rom, dann sieh mal dahin, da drüben. Da haben wir sogar eine Christenhinrichtung. Das heißt, die Hinrichtung eines Christen. Sie warten nur noch auf ein Zeichen von dir, Tribun. Und das Spiel kann losgehen. Ich fühle mich tatsächlich wie bei uns zu Hause. Du setzt mir hier Sachen vor, als wäre ich der Kaiser. Ich gebe noch eins drauf. Ich setze 1000 Sesterzen demjenigen aus, der ihn zu Tode trifft. Unfassbar ist das. So wie diesen da. So habe ich im Zirkus Hunderte sterben sehen. Und alle ohne einen Schmerzensschrei. Sieh dir an, wie er das erträgt. Wer weiß, ihr allmächtiger Gott ist vielleicht wirklich allmächtig, wenn er sie so glückselig macht, sogar noch im Sterben. Warum meinst du denn? Du kennst doch den Mann überhaupt nicht. Bravo! Jetzt habe ich doch das Beste verpasst. Und ich bin um 1000 Sesterzen ärmer. Und jetzt folgt eine Extravorstellung nur für dich, die Sensation des Tages. Da bin ich ja wirklich gespannt. Nach der kleinen Probe, die er uns neulich geliefert hat, ist einiges zu erwarten. Wollen Sie uns einen besonderen Schimpf antun? Gesindel, wo
Vollkommen aussichtslos, einer gegen drei. Er siegt trotzdem, du wirst das sehen. Dann hätten sie ihn lieber gleich im Kerker umbringen sollen. Diese Barbaren. Du hast mir doch versprochen, ihm nichts anzutun. Ich habe ja auch den Hinrichtungsbefehl aufgehoben. Und was ist das da? Ein spannendes und interessantes Schauspiel. Feige Gesellschaft. Ist das richtig, mein Junge? Das Schwert, nimm ihm das Schwert weg. Fantastisch, der Junge. Habe ich dir zu viel versprochen, Tribun? So einen Kampf habe ich schon lange nicht gesehen. Einfach großartig. Diesmal scheint es dich ja weniger mitzunehmen. Nicht reden. Wer war es? Ich will die Namen derjenigen, die den Überfall geplant haben. Ich will die Namen. Habt ihr das gehört? Das ist mein Vater. Sie foltern ihn. Sie quälen meinen Vater. Wir müssen hier raus, so schnell wie möglich. Grabt weiter. Das wäre Wahnsinn. Jetzt, sie hören uns doch. Vorläufig kommen wir sowieso nicht durch. Das dauert bestimmt noch Tage. Das kann man doch einfach nicht mit anhören. Wir müssen eben schneller arbeiten. Los, weitermachen. Jetzt kommt es auf jede Stunde an. Wache! Wache, schnell! Sie schlagen sich tot! Wache! Wache! Diese verfluchte Bande. Was ist denn da nun wieder los? Hilfe! Wache! Komm schnell, sie bringen ihn um! Verfluchtes Pack! Nichts als Schereien hat man mit euch. Anwenden müsste man sie alle. Euch geht's ja viel zu gut. Los, mach schon auf! Los, raus hier, schnell! Ehe sie was merken. Wir machen hier weiter. Da drüben ist Brenno drin. Es wäre viel einfacher, wenn du endlich reden würdest. Wache! Wache! Von dir und es ist aus mit ihm. Gorok, sei vernünftig, mein Sohn. Geh. Wenn du unserem Volk helfen willst, dann tu, was ich dir sage. Reite zu Svetonius und berichte ihm. Er muss es wissen. Komm hier raus, Gorok. Vater! Vater! Gorok! Ah! Oh.
brauchen jetzt jeden Mann hier. Gohok, pass auf! Benno! Komm, wir sind durch! Benno! Schnell, hinterher! Los doch, mach das Gitter auf! Wolfter Stoder zusammen. Pass mal auf, mit denen werden wir uns ein Scherzchen erlauben. Das ist so richtig was für den alten Kaius. Und ihr holt noch mehr von dem Zeug. Es kann gar nicht genug sein. Eine Fackel brauche ich. Ja, Centurio. Na komm, 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 wir warten. Ihr drei, ihr bleibt hier und sorgt dafür, dass das Feuerchen hübsch weiterbrennt. Und wir warten am anderen Ausgang und werden sie mit allen militärischen Ehren in Empfang nehmen, so wie sie es verdient haben. Vorwärts! Gohok! Gohok! Gohok!
Schnell aus. Hier sind wir richtig. Kommt schnell. Vorsicht. Leise. Kein Wort. Psst. Seid leise. Trampelt nicht so. Womöglich hören sie uns. Hört zu. Wir teilen uns jetzt in drei Gruppen. Eine geht mit mir, eine mit Ivo und eine mit Darko. Durch die drei verschiedenen Gänge. Die treffen in einer Grotte wieder zusammen, so wie hier. Und die müssen wir erreichen, noch bevor die Römer da sind. Habt ihr verstanden? Denn nur von da aus haben wir die Möglichkeit, rauszukommen in den Wald. Wenn die Römer aber doch vor uns da sein sollten, dann muss die Gruppe, die zuerst auf sie trifft, versuchen, sie abzulenken, damit wenigstens die anderen fliehen können. Alles klar, Guruk. Hoffentlich haben wir Glück. Augenblick noch. Wartet. Man muss auf alles gefasst sein. Vielleicht sind sie schon auf einem der Gänge und warten auf uns. Möglich wär's. Also Waffen bereithalten und leise vorgehen. Verstanden? Ja. Jetzt müssen wir durch. Zurück können wir nicht mehr. Zwei Mann für jeden Gang und zwei hier als Wache. Jawohl, Centurio. Nein. Wir gehen alle hier durch. Alle Mann hier durch. Hier rein. Schneller. Macht schon. Hallo, ist nicht so laut. Das ist Brenno. Gorok. Du bist ja verwundet. Ach, Gorok. Ich hab schon gedacht, ich schaff's nicht mehr. Da hinten ist alles verqualmt. Komm bloß weiter. Psst. Wir müssen leise sein. Ich habe das Gefühl, sie lauern uns irgendwo auf. Nein, Gorok. Aber das ist Ivo mit seinen Leuten. Es hätte keinen Zweck. Wir müssen wenigstens hier raus können. Mit anhören, wie sie von den Römern niedergemetzelt werden. Wir können doch nichts tun. Wir können nur hoffen, dass ihr Opfer nicht vergebens war. Komm. Ihr müsst sie fassen. Das wird doch wohl möglich sein. Brenno ist das Haupt eines der mächtigsten Stämme. Er kann uns große Schwierigkeiten machen. Weit kann er nicht gekommen sein, auf keinen Fall, denn er war schwer verwundet. Umso leichter müsst ihr ihn finden. Lass alle Straßen besetzen, die ins Gebirge führen. Es geht hierbei nicht nur um unser Ansehen, es geht um das Ansehen Roms. Der Mann darf uns nicht entkommen. Und wenn er schwer verwundet ist, wie du sagst, dann wird er sich doch wahrscheinlich irgendwo in der Umgebung versteckt halten. Und denk daran, ich will ihn lebend. Wenn ich bis morgen nicht Meldung habe, dass er gefasst ist, dann mache ich dich für den Vorfall verantwortlich. Brenno ist heute Nacht geflohen. Mit Gorok und ein paar anderen. Ich weiß. Wo ist er? Sag mir, wo er ist, Faris. Frag mich nicht, Herrin. Frag mich nicht, ich darf dir nichts sagen. Aber er ist verwundet, vielleicht kann ich ihm helfen. Du musst mir sagen, wo er ist, Faris. Wo ist er? Es tut mir leid, Herrin, aber das ist zu gefährlich. Wenn Sie ihn diesmal fassen, töten Sie ihn. Aber Sie werden ihn nicht finden, du wirst sehen. Er hat sich bestimmt mit den anderen zusammen in den Bergen versteckt. Nein, das wäre zu anstrengend für ihn gewesen. Er hatte schon zu viel Blut verloren. Sie mussten ihn zurücklassen. Und wo? In einem Kornspeicher am Waldrand, der dem Livius gehört. Aber ich bitte dich, Herrin, geh nicht zu ihm. Er fühlt sich schon viel besser und morgen wird er bei den anderen sein. Nein. Ich fühle, dass er mich jetzt braucht. Ich muss ihn wiedersehen. Mein Liebster. Ach, Brenno, ich bin ja so froh. Fabiola. Ich glaube, ich wäre gestorben, wenn ich dich nicht wiedergesehen hätte. Und ich habe so gehofft, dass du kommst. Ich hatte schon das Gefühl, dass die ganze Welt für mich untergeht. Und jetzt, wo ich bei dir bin, ist alles wieder so, wie es war. Es ist genau wie früher, so als hätten wir uns niemals getrennt, nicht wahr?
Ja, mein liebes Jahr. Von jetzt ab werde ich dich nie wieder allein lassen. Morgen früh gehen wir in die Berge zu Goruk und den anderen. Und du wirst bei mir bleiben, Fabiola, für immer. Nein, das geht nicht. Du weißt, mein Vater ist im Kerker, Silla würde ihn umbringen. Na gut, dann geh zu deinem Römer zurück. Nein, Brenno, das darfst du nicht sagen, das verstehst du nicht. Ich schwöre dir, wenn du verlangen würdest, dass ich mein Leben für dich opfere, ich würde es auf der Stelle tun. Aber ich könnte nicht weiterleben, wenn ich den Tod meines Vaters verschuldet hätte. Das ist unmöglich. Das kannst du nicht verlangen. Ich habe mir eingeredet, ich könnte vergessen, was zwischen dir und Silla war. Aber das war ein Irrtum. Verstehst du das denn nicht? Warum bist du eigentlich hergekommen? Das möchte ich wissen. Schick mich nicht wieder weg, Brenno. Du weißt ja nicht, wie das für mich ist. Als du eben hier reinkamst, da fühlte ich, dass ich dich immer noch liebe. Aber das ist jetzt vorbei. Mich berührt das alles nicht mehr. Das habe ich überstanden. Brenno. Ich bitte dich, hilf mir doch. Ich werde allein nicht damit fertig. Ich brauche dich. Hör doch auf, Theater zu spielen. Ich kann das nicht mehr mit anhören. Warum gehst du nicht endlich? Geh doch schon. Ich will dich nie mehr sehen, hörst du? Nie mehr. Eins weiß ich genau, was auch geschehen mag. Ich werde dich immer lieben, mein ganzes Leben lang. Die Überraschung scheint uns ja gelungen zu sein. Kannst dir wohl gar nicht denken, wer uns hergeführt hat. Nehmt ihn fest! Hörst du endlich auf, dauernd nur an ihn zu denken? Du änderst doch damit nichts. Wir haben ihn heute Nacht gefasst und morgen wird er hingerichtet. Nein! Wenn du nicht zu ihm gegangen wärst, wäre er jetzt noch frei. Und wir hätten ihn vielleicht nie bekommen. Ich weiß ja. Ich habe Schuld daran. Du wirst dich schon damit abfinden. Morgen ist alles vorbei. Nein, Silla, bitte tu's nicht. Ich will ihn ja nicht für mich. Es ist alles aus zwischen uns. Nein, Brenno liebt mich nicht mehr. Er verachtet mich sogar. Weißt du das von ihm selbst? Ja, von ihm hast du nichts mehr zu befürchten. Lass ihn am Leben, ja? Nein, diesmal kann ich dir den Gefallen nicht tun. Es hat das Leben einiger Soldaten gekostet. Und das muss gesühnt werden. Dann lass mich töten. Ich würde gern für ihn sterben. Das ist nun schon das zweite Mal, dass du mir dein Leben für das Seine anbietest. Und ich nehme es nicht an. Denn es ist etwas sehr Kostbares für mich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich bring mich um, wenn du Brenno hinrichten lässt. Ich lass mich nicht erpressen. Ich lass mich nicht durch Drohungen zwingen. Nein, du zwingst nur andere, das zu tun, was du willst. Wenn dir so viel daran liegt, bitte, von mir aus kann sich dein Vater für ihn opfern. Du weißt, Gorg, ich bin auch nicht für übereilte Entschlüsse. Aber in diesem Falle habe ich gar keine Bedenken. Du kannst die Entscheidung beruhigt mir überlassen. Dass ihr das nicht einseht. Ein Angriff auf Svetonius' Truppen wäre von vornherein zum Scheitern verurteilt. Du und dein Vater, ihr wollt also, dass wir uns in die Schafe zur Schlachtbank führen lassen, ohne zu mucksen. Ihr wisst doch, dass sie uns zahlenmäßig überlegen sind. Den stärksten Trumpf haben sie verloren. Sie haben keine Geißel mehr. Sie haben meinen Vater, sie haben Brenno. Sie haben eure Kinder, eure Frauen. Sie haben Haus und Hof von euch. Wollt ihr das alles aufs Spiel setzen?
Überlegt euch das, ehe es zu spät ist. Und was würdest du stattdessen vorschlagen? Dass ich allein zu Svetonius gehe und mit ihm spreche. Ich werde ihm berichten, wie seine Versprechungen hier gehalten werden, dass sein Tribun uns wie Sklaven behandelt und dass unser Volk sich dagegen empört. Und erst dann, wenn ich damit bei ihm nichts ausrichte, was ich nicht hoffe, erst dann sollten wir angreifen. Und wenn wir dann kämpfen, dann ist doch das Recht auf unserer Seite. Dann haben wir alles versucht, um unser Ziel auf friedliche Weise zu erreichen. Hier, habe ich mir gedacht, werden 3 Kohorten aufmarschieren. Die übrigen 2 werden längs der Straße Spalier bilden und das Volk zurückhalten. Und hier etwa lasse ich für ihn einen Triumphbogen hersetzen, mit Lorbeer dekoriert. Und natürlich auch mit Purpur, wie sich das für einen Konsul gehört. Svetonius ist eitel, und warum auch nicht? Er hat sich einen Triumph verdient. Sein Feldzug war außerordentlich erfolgreich. Falls alle diese Ehrungen nicht ausreichen sollten, den hohen Herrn zu erfreuen, dann hätten wir ja da auch immer noch den Zirkus. Sicher, das ist und bleibt die Hauptattraktion. Hast du was besonders Wirkungsvolles zu bieten? Ja, unsere beiden Gefangenen. Den Vater und den Verlobten von Fabiola. Mit den beiden habe ich wirklich etwas Außergewöhnliches in Vorbereitung. Ich habe da einen genialen Einfall gehabt. Den Vater? Den schicken wir nicht in die Arena. Du solltest sehen, wie deine Leute in Alesia hausen. Sie haben unsere Frauen weggeführt, haben unsere Felder verwüstet, unsere Häuser ausgeplündert. Nichts von dem, was du uns versprochen hast, haben sie gehalten. Nach römischem Gesetz kann ich nur Recht sprechen, wenn ich Tatsachen als Beweise habe. Von dir aber höre ich nur Worte. Und mit Worten kann ich nichts anfangen. Begreifst du das? Ich werde dir diese Beweise bringen, Konsul Svetonius. Lass den Jungen gehen. Er ist frei. Ich danke dir, Konsul. Lass uns allein. Ich werde noch einmal Gnade walten lassen. Fabiola hat sich für dich eingesetzt. Und mich gebeten, dich freizulassen. Und ich habe ihr versprochen, ihrem Wunsch nachzukommen. Aber das ist in meiner Stellung nicht so einfach. Ich habe meine Vorschriften. Du musst mich in der Sache etwas unterstützen. Mit deinem Geleitbrief kannst du alle Gebiete passieren, die sich unter römischer Herrschaft befinden. Du wirst frei sein. Und zwar heute Nacht noch. Aber unter einer Bedingung. Du musst verschwinden, du darfst dich hier nie mehr sehen lassen. Also, bist du einverstanden? Wie du willst. Dann überlasse ich dich Caius. Es war ein Fehler von dir, mich nicht gleich umzubringen, das habe ich dir ja schon mal gesagt. Töte mich, das wäre nur zu deinem eigenen Besten. Wenn ich dir jetzt doch ausgeliefert bin, solange ich lebe, hast du keine Ruhe von mir. Du wirst mir nicht entgehen, wir rechnen noch ab. Denke daran, was ich dir sage. Du Dreckskerl! Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Ein überwältigender Empfang. So ungefähr hatte ich mir das auch vorgestellt. Heil dir, Konsul. Du hast einen großen Sieg für Rom errungen. Ich danke dir, Sylla. Und ich danke dir auch für den Triumphbogen. Es ist mehr Ehre, als mir zukommt. Im Gegenteil, du hast unser aller aufrichtige Bewunderung. Es ist doch recht leer, wenn ich mich so umsehe. Außer deinen Soldaten ist keiner zu meinem Empfang gekommen. Ich vermisse zum Beispiel die Stadtoberen. Wo ist der alte Saron?
Was ist vorgefallen, Silla? Ich muss dir leider melden, dass die Alesianer die Verträge gebrochen haben. Man hat den Proviantzug überfallen, der für dich bestimmt war. Ich habe Sauron daraufhin festnehmen lassen. Ja, ja. Ich weiß diese leidige Proviantlieferung. Das war nicht das Einzige. Auch sonst haben wir mit den Leuten hier unseren Kummer. Die Anführer wiegeln das Volk auf. Deshalb ist doch keiner gekommen. Die könnte man nur mit Gewalt hier schleppen. Du glaubst nicht, wie verbohrt die Leute sind. Wir haben später noch Zeit, das alles in Ruhe zu besprechen. Das muss nicht jetzt sein. Jedes Problem kann gelöst werden. Jetzt kommt es auf euch an. Jetzt liegt es an euch zu beweisen, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Soll er seine Soldaten fragen? Die werden ihm schon erzählen, was hier los war. Von denen erfährt er nur das, was Silla für richtig hält. Er wird ja gesehen haben, dass keiner von uns heute zum Empfang erschienen ist. Keiner war auf der Straße, alles wie ausgestorben. Reicht das nicht aus, um unsere Erbitterung zu zeigen? Nein, damit ist nichts getan, das nützt gar nichts. Weil das eine Sprache ist, die er nicht versteht. Dann sollen wir uns also dafür einen Kopf kürzer machen lassen. Nein, das würde er niemals tun. Denn wenn er das gewollt hätte, hätte er uns als Kriegsbeute behandelt und keinen Vertrag mit uns geschlossen. Und das hat er ja immerhin getan. Und was ist der Erfolg deiner Taktik? Wohin hat sie uns geführt? Sie haben sich in die Berge zurückgezogen und jetzt geht das Ganze wieder von vorn los. Ich habe mir das sehr genau überlegt, als ich diese Verpflichtungen eingegangen bin. Durch dein Verhalten hast du das Ansehen Roms leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Ich bin überzeugt, du hättest an meiner Stelle ebenso gehandelt. Das ist eben der Irrtum. Ich halte mich an einmal getroffene Verabredung. Ich hätte diese Menschen nicht gedemütigt. Ich hätte sie nicht wie Sklaven behandelt und ihnen somit das Vertrauen zu Rom genommen. Und darum geht es hier. Das ist schlimmer, als wenn wir den Feldzug verloren hätten. Ist das nicht vielleicht doch etwas übertrieben? Hier, ihr Gold hast du ihnen abgefordert. Ich habe ihnen meine Freundschaft angeboten. Wie stehen wir jetzt da als ein Haufen gewissenloser Banditen und Plünderer? Und da wunderst du dich, dass man sich gegen uns auflehnt. Dass man uns hasst. Lass den alten Sauron sofort frei. Gib ihm sein Haus zurück. Seine Dienerschaft, seine Familie. Das ist doch eine schreiende Ungerechtigkeit. Geh sofort. Das war kein verheißungsvoller Anfang. Dabei haben unsere Leute keine Lorbeeren gesammelt. Nein. Aber warten wir es nur ab. Ich glaube gar nicht mal, dass es an ihrem guten Willen gefehlt hat. Ich sehe die Schuld vielmehr bei dir. Ich habe das Gefühl, dass von dir alles getan wurde, damit man hier auch den letzten Rest Achtung vor uns Römern verliert. Falls ich mich getäuscht habe, würde ich mich freuen. Was du jetzt siehst, das wäre sogar für den Circus Maximus in Rom eine Attraktion. Ein Wettspiel, das ich vor Jahren in Gallien oft gesehen habe. Danke für den lehrreichen Hinweis, Centurio. Töten. Was hat ihn denn getan? Thank you.
ist das da unten? Zwei unserer Wagenlenker, die besten, die du je gesehen hast. Nein, der andere da. Das ist ein Gefangener. Einer von den Geiseln? Ein Mann, der gegen uns rebelliert hat. Er hat zwei Legionäre auf dem Gewissen. Die Menge schien empört zu sein, als er reingebracht wurde. Warum? Es ist einer von ihren Stammesfürsten. Das war ein nicht wieder gut zu machender Fehler von dir. Das hättest du dir doch sagen müssen. Aber er ist ein Mörder. Nein, das ist nicht wahr. Nein, Brenno ist kein Mörder. Silla ist schuld. Er hat ihn gereizt. Er hat ihn beleidigt. Hilf ihm doch. Du darfst nicht zulassen, dass sie ihn töten. Rette ihn. Es tut mir leid, meine Tochter. Aber dazu ist es jetzt zu spät. Geh auf deinen Platz. Ich bitte dich um eine Gnade, Konsul. Erlaube mir, dass ich Silla zum Zweikampf herausfordere. Mit gleichen Waffen. Silla! 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 Hörst du? Sie wollen ihre Tribunen in der Arena sehen. Lass Alarm geben, Kaius. Räumt das Stadion. Schlag sie zusammen. Halt! Hier habe ich jetzt zu befehlen. Und ich wünsche keinen Aufruhr. Willst du nicht gehen? Sie rufen nach dir. Du kannst sie doch nicht enttäuschen. Worauf wartest du noch? Eine Kleinigkeit für dich. Er ist verwundet und unbewaffnet. Yeah.
pass auf! Es muss doch recht beschämend für euch sein, von einem Besiegten eine solche Lehre hinzunehmen. Centurio, gib das Zeichen. Was bedeutet das, Vater? Was soll das Signal? Das bedeutet, dass Brenno endgültig frei ist. Brenno! Brenno!